herzlich willkommen zurück zu Jedi Fallen Order. Wir sind mit Cal eingesperrt. Wir wurden von einer Person eingesperrt. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Keine Ahnung, wohin sie uns verschleppt hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt gefangen. Und ja, wir müssen uns hier irgendwie befreien. BD-1 ist leider weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Und wehe, sie tut BD-1 etwas an. Dann hat sie es aber richtig mit mir zu tun. Dann werde ich so richtig ausrasten. Ich werde sie fertig machen. BD-1 ist mein kleiner bester Freund. Ich muss ihm helfen. Alte Taste. So. Kann man da durch? Ich habe kein Lichtschwert. Nee, da kommt man nicht durch. Ich mache jetzt einfach alle raus. Irgendwas da hinten. Ja. Irgendwas. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Ja. Kann ich das irgendwie gegenballern? Da vielleicht gegen? Aber da kann ich was rausziehen. Zack. Ist das ein Stromkabel? Ja, sieht so aus. Ziehen wir doch einfach mal. Da unten reinstecken. Wo? Daran. Okay. Macht Sinn. Ja, die Tür ist auf. Ich habe kein Lichtschwert. Und BD-1 ist weg. Wo bist du? Die Luft ist kalt. Verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Auf Serfo? Wo sind wir? Das Ding sieht aus, als ob es auf uns schießen würde. Oder auf jeden Fall, dass es uns sehen. Was sind das für Geräusche? Unheimlich. Überall so Türen und Zellen. Nein, komm mal her. Ich steck das hier mal kurz rein. Oh, da kann ich... Nicht? Zu weit weg. Aber pushen... aber da komme ich noch nicht rein. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Da ist noch ein Hebel. Oh, ich brauche BD-1 zum Überbrücken. BD! Warte, ich brauche das Kabel. So, hier rein. Denke ich. Ist hier irgendwo ein Schalter? Okay, dann mache ich das raus. Da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich probiere einfach aus. Was soll's? Hat etwas bewirkt. Oh Gott, Tatsache. Okay, die Tür ist auf. Die aber nicht. Okay, schauen wir mal, welche Tür genau. Die nicht. Die ja. Karte? Habe ich gar nicht. Macht Sinn, weil ich kein BD-1 hier habe. Der projiziert uns ja immer die Karte. Okay. Das ist in Ordnung. Weiter geht's. Wir müssen BD-1 retten. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Oh, Quetsch. Wann? Hab ich nicht damit gerechnet, dass hier jemals sowas passieren wird. Das finde ich so cool gerade. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja, ich glaube auch. Da oben. Oh Gott, ein Nidok, glaube ich. Ich habe mein Lichtschwert wieder. Ja, ich glaube auch, ich werde beobachtet. Vielleicht testet mich diese Person, diese Fran, oder? Ich glaube, elende Fran stand da. Ja, vielleicht testet sie mich. Mal sehen. Vielleicht wird sie ein neues Mitglied der Crew. Naja, vielleicht ist es auch ein bisschen weit hergeholt, aber was weiß ich. Was ist mit ihnen geschehen? Oh, was? Das waren gerade Monster? Beziehungsweise... Lebewesen von einem Planeten. Wie zum Beispiel Dathomir. Das sind Dathomir-Monster. Bin ich etwa auf Dathomir? Das wäre aber komisch. Irgendwie. Bist du hier eingesperrt? BD? BD-1? Bist du das? Da bist du. Wo? Ich sehe dich. Ich hol dich da raus. Da! Da ist er. Oh Gott. Okay. Ich hol dich da raus. Wo muss ich das reinstecken, damit ich ihn rausholen kann? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. BD-1! Kannst du nicht einfach durch das Loch hier klettern? Oder bist du angeschlossen?
Warum sollte die Person dich da hinpacken? Wirklich einfach alle. Was ist denn das? Oh Gott! So ein Testlabor? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich die Tür hier auf? Ja. Ich renne nochmal auf die andere Seite und guck, ob ich da. Hier muss es ja irgendwo ein Kabel geben. Und wo bin ich eigentlich eben gekommen? Von da, oder? Da ist noch irgendwas, was leuchtet. Kann hier aber nichts tun. Kann ich das mitnehmen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich das so weit ziehen kann. Wir probieren es mal aus. Ich gehe damit jetzt um die Kurve. Okay, ich kann es sehr... Nein, ich kann es nicht. Speedy, ich komme gleich. Ich muss gucken, wie ich dich befreien kann. Dafür brauche ich dich hier. Okay, dann ist das hier schon mal nicht richtig. Da oben leuchtet auch ganz viel. Aber wie komme ich da oben hin? Soll ich mich schwingen? Kannst du mal machen. Oder? Ups. Okay. Und dann nach oben schwingen. Glaube ich. Wir probieren es. Da war auch ein Jotaz eben. Alter Schwede. Ich frage mich, was das hier sein soll. Und, ups. Okay, das hat was gebracht. Vielleicht ist das richtig. Komm mal her. War noch nicht fertig. Ja. Daran. Hier. Ist aber jetzt eine Tür von oben. Soll ich jetzt da reinfahren? Ja, okay. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Oh, er hat einen Bolzen. Sie Idioten. Ja! Er ist wieder da! Wie die Androiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Ja. Druidengefängnis? Als er und Cal in die Fänge des Verbrechersyndikats der Haxion-Brut geraten, wird BD-1 von Cal getrennt und an eine Gefängniszelle für Druiden geworfen. Sowas gibt es. Die Brut, die für die skrupellose Verwertung von Druidenteilen berüchtigt ist, hatte vor, ihn zu demontieren. Glücklicherweise findet ihn Cal, ehe die Brut ihn verletzen kann, und die beiden planen ihre gemeinsame Flucht. Wer kann denn wie die eins was antun wollen? Verdammt! Ja, los, do it, hacken! Ich hab dich befreit. Da unten ist eine Tür. Die Brut. War das die, mit dem Grease zu tun hatte? Und er hat noch die Schulden bei denen? Das könnte doch sein. Ach nee, wir müssen links lang. Da war was, wo wir eben nicht durchkamen. Jetzt haben wir BD-1 wieder da. Wir sind wieder vereint. Und ich glaube, er kann uns das hacken hier. Ja. Sehen wir nach, was dahinter ist. Ja, guck. Eine Abkürzung. Großartig. Ah. Ja. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, was dann passiert. Was da hin? Hat es das gebracht? Fahrstuhl. Nicht? Was? Vielleicht muss ich das Kabel erstmal wieder da ranstecken, damit es genug Strom hat. Hier. Ja. Es hat jetzt Strom. Na, okay. Und nach oben, oder nach unten? Nach oben, okay. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Was? Sag mir nicht, wir sind jetzt in einer Arena. Okay. Die Musik! Yeah! Ich komme! Hey, aber zuerst. Ich kenne diese Band. Was spielen die hier etwa?
das war das Lied, was er am Anfang gehört hat. Cool. Ach so, nee, ich habe ja nicht genug Fähigkeiten. Aber okay, jetzt sind wir hier, jetzt respawnen wir hier, falls ich jetzt sterben sollte. Ah, das ist eine Arena und deswegen sterben hier immer die Monster. Und guck, die gucken alle zu. Wow. Who are you? Na, Wahnsinn, da ist unser Frei. Wir haben schon gedacht, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Doktor. Ich bin Sir Turbo, Baby. Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Ach, die Scheiße. Was er drauf hat. Könnt ihr mir meine Waffe erstmal geben? Ja, danke. Wo ist es? Hä? Du willst deine Show? Ja! Dann bekommst du eine Show. Oh! Ich bin der Blut und auch Monetas! Heute präsentieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Und das macht uns... Opfer? Reich! Reich? Vielleicht explodieren die auch bei ihm dann in der Nähe. Ja, das tut ihm, glaube ich, weh. Guck mal. Scheiße. Ist nur ein Octo! Okay, den tötet! Also die Harte, das kriegst du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Das Dreck, er redet echt zu viel. Hätte ich da nicht raufgehen können, das wäre cool gewesen. Das hat wehgetan. Ja. Ja. Schick mir mehr. Nee. Gib nicht auf. Wir brauchen Stim, BD. Ja, ganz schnell, bitte. Hey, BD. So, jetzt. Ach, das sind die von Vogano. Die sammeln anscheinend überall Tiere. Das hat sogar nicht und die Ratten. Jetzt könnte ich irgendwie einen coolen Machtschub oder so benutzen. Na, das nenne ich einen Kampf. Machen wir das. Was kommt da? Okay. Was? Kämpft ihr mal gegeneinander und nicht alle gegen mich? Die Brunstzeit auf Yalvek Prime. Yalvek Prime. Hier oben. Das ist ja irgendwie witzig. Oh shit! Nope, nope, nope! Besonders wenn zwei riesige Viecher mich angreifen. Schnell hin! Schnell hin! Ah! Oh, gesandwiched! Scheiße! Hier komme ich! Von vorne! Yes! Oh, das läuft doch ganz besser. Ah! Wie macht er das? Ach, der. Ich sehe gar nichts. Noch ein Stimp. War da nicht noch was? Zwei Tiere. Okay. Davon habe ich noch viel nicht.
Komm schon, Jedi! Wer hast du nicht drauf? Das hat sogar ich, kommen Sie! Komm immer mehr. Leichte Freund! Was für ein Schlag von Jedi! Was für ein Schlag von Jedi! Was du ab! Scheiße! Oh nein! Ah, was? Das war das Ende für unseren Helden! Ich bin ein Held. Oh. Ausweichen! Gott, was für eine nervige Scheiße! Ich hab ihn! Ihr Junge ist keine Mogelpackung! Wo ist das Vieh? Da! Dach mit gehalten! Ja, jetzt! Du hattest Glück, Leiner. Was kommt jetzt? Das Beste kommt jetzt, Sir. Bitte kein Rancor, bitte kein Rancor. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Wie? Die Aktion Blut bläst zum Angriff. Ah. Ein ordentlicher Treffer. Seht nur, wie er sich bewegt. Ich hab kein Leben mehr! Oh, Scheiße! Deine Zeit ist gekommen. Ja. Ein Jedi weniger. Von vorne! Yes! Was ist das für verliebt? Diesmal nicht. Wer verblendet Granate? Du kannst nicht ewig weglaufen. Blende dich mal selbst. Es gibt Schlimmeres. Hilf mir bitte. Idee. Ich bin doch nicht fertig mit dir. Weißt du, was du für ein Problem hast mit dem Kran? Wow! Oh, was? Hab ich gerade den Arm abgehackt? Das war, glaube ich, ein technischer Arm. Einmal schnell scannen. Sorry, ich muss kurz wissen, bevor das weggeht. Die üble Fran scheint ein halber Android zu sein. Kommando der Haxion. Kombiniert Blasterfeuer häufig mit Blendgranaten. Schildangriffen und Repulsorwellen nähere dich vorsichtig. Ihre Schilde schützen sie vor Angriffen mit Lichtschwertern, aber nur, wenn sie aktiviert sind. Kommandos sind der starke Arm der verbrecherischen Haxion-Brut. Kopfgeldjäger dieser Art stammen aus den schäbigsten Winkeln der Galaxis und gelten als ausgesprochen brutal. Die mit geschmuggelten Droidenteilen augmentierten Kämpfer verfügen über überragende Fähigkeiten und ein tödliches Arsenal von Waffen. Es ist die Mantis! Das ist sie! Und ich schreie! Es gibt keine Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Tschüss! Coole Aktion! Reese! Du fliegst das, nicht wahr? Geil! Ach, wir sind im Raum! Ein Meteor! Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Triller.
Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Was ist nun wahr und was nicht? Murray? Cal, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Was? Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Oh je. Cal misstraut ihr, glaube ich, jetzt. Ich glaube, das Misstrauen wurde gesät von Kleiner. Trilla. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Oh. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Oh. Ich gehe mal kurz nach hinten. Meine ich neue Pflanze. Der Roshi sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Sieht toll, was cool du aus mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. So ein Minibaum. Cool, cool. wo ist denn das Meditationsfeld? Ich dachte, es war hier. Nee, da. Ich hatte nämlich einen Fähigkeitenpunkt bekommen, glaube ich. Können? Ja, zwei. Kann ich mich ausruhen? Keine Ahnung, ob das jetzt gerade was bringt, aber ich bin ja eigentlich ausgeruht. Ich wollte eine von den neuen Fähigkeiten haben, damit ich ein bisschen stärker werde. Welche war denn das? Ich glaube die hier. Ein Luftangriff, mit dem Cal Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Oder wirft das Doppelklingenlichtschwert in einen Bereich. Ist auch. Guck mal. Njong, geil. Ich nehme das. Das ist richtig cool. Also zweimal Dreieck drücken, alles klar. Das nur mit dem Doppelklingen geht? Ja, nur mit dem Doppelklingenlichtschwert. Und das nächste ist dann das. Und dann brauche ich 3 Fertigkeitenpunkte. Okay. Mann. Das sind viele Punkte. Krieg ich viel zu wenig irgendwie insgesamt. Ich glaube, ein Teil vom Lichtschwert haben wir auch neu. Ich weiß noch gerade nicht, ob es wieder Material. Bin mir unsicher. Was war denn das nochmal? Rhodium, glaube ich, hatten wir schon. Kupfer. Auch Rhodium war es, glaube ich. Denke ich. Bin mir aber nicht mehr ganz. Was könnte sein? Ja. Hier ist nichts geändert. Farbe finde ich nämlich immer noch sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir
zurück nach Kashyyyk gehen. Ist unser kleiner Begleiter ein? Da, ich sehe ihn. Der Bockling? Ich sehe den nicht. Der war doch sonst immer unterm Tisch. Wo ist der jetzt? Verkriecht er sich woanders? Ich hoffe, der ist noch da. Haben sie den vergessen? Unser kleiner Passagier. Hier ist er nicht. Okay. Bockling ist weg. Nee, da ist er doch. Oh, hallo. Holotisch. Geht's los? Kashyyyk. Ja. Auf nach Kashyyyk! Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Ha, 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 ha. Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Yes, Sir. Kashyyyk. Erneut. Mal, da lag irgendwas auf dem Boot. Was ist das? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Oh je. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden.